Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei unserem Chuck Nerdano. Ja, letzte Folge in der Folge Nummer 7 war das. Ja, das ist jetzt die 8. Folge. Ja, wie vielleicht die meisten oder einige von euch gesehen haben, waren wir mit unserem Chucky auf dem Sommerfest, allerdings leider etwas zu spät und haben dort ja nicht wirklich viele Personen angetroffen. Unser Chucky hat ein wenig Fußball gespielt, hatte direkt angefangen, wie sonst nichts Gutes zu stinken. Und das leider im falschen Moment, weil dann kam eine nette Dame von nebenan auf den Fußballplatz. Es folgte zwar eine kleine, nette Unterhaltung mit gemischten Gefühlen, sag ich mal. Es kam hin und wieder mal ein Plus, mal ein Minus. Aber gut, er hat eine kleine Bekanntschaft gemacht. Vielleicht können wir das Treffen eventuell nochmal wiederholen. Weiß man nicht, mal gucken. Und dann natürlich frisch geduscht und wer weiß, wie das Ganze da weitergeht. Ja, ich würde sagen, ich drücke auf Play und mal schauen, was der Tag so bringt. Viel Spaß. Tü-tü. Na, Chucky, du alte Schnarchnase. Gut, ich spule mal eben vor, bis er wach ist. Aha. Das ist schön. Ja, ich habe dieses N-Ras oder wie sich das nennt, diesen Hack, diesen Mod eingebaut, weil mir ein paar dazu geraten haben, damit das Spiel doch ein wenig flüssiger läuft. Ich hatte auch heute diverse Probleme mit meinem Rechner. Er wollte nicht ganz so, wie ich wollte und habe dann doch irgendwie 5 oder 6 Anläufe gebraucht, bis es überhaupt richtig lief. Aber jetzt in den nächsten 1, 2 Wochen folgt Gott sei Dank ein neuer. Obwohl der hier auch nicht schlecht ist, also. Aber mit solchen Spackungen kann ich nicht arbeiten. Wie, heute mal Langschläfer oder was? Jackie, aufstehen! Ja, gut. So, ja, die Knete wird auch langsam, aber sicher etwas weniger. Das heißt, ich werde ihm demnächst mal einen kleinen Nebenjob besorgen. So, komm, Meister, jetzt steh mal auf. Geh mal kurz Bibi machen. Bob. Es war Licht. Zack, zack. Dann. Der Hunger geht ja noch. Aber du kannst ja noch mal die Dusche springen. Und dann werden wir nochmal direkt zum Sommerfest flitzen. Und wenn du dann in der Zwischenzeit Hunger kriegst, kannst du da irgendwas zu Gemüte führen. Genau, ins Theater wollte ich ihn auch nochmal schicken. Aber nicht alleine. So, Typ, bevor du irgendwelche anderen Aktivitäten machst. Ne, da ist es. Gehen wir doch direkt mal zum Sommerfest. Attacke! Ja, jetzt geht das wieder los. Egal, dann warte ich halt hier unten auf ihn. So, jetzt. Verfaulte Zeitung brauchen wir nicht. Müll. Du auch. Na komm. Nein. So. Spul direkt mal ein wenig vor. Ab in die U-Bahn. Schönen guten Tag, die Fahrkarten bitte. So. Ach, er ist schon da. Mann, das ging ja flott. Und wir haben 12 Uhr. Das heißt, wir sind ein wenig früher angekommen als in der letzten Folge. Aber irgendwie ist sie trotzdem nicht wirklich was los. Hallo.
Ist auch nicht alles so richtig geladen. Wen habe denn da? Nee, nicht wieder Fußball, dann stinkst du da direkt wieder. Hab ich keinen Bock drauf. Hä? Was du denn? Mr. PC, es wäre wirklich sehr freundlich, wenn sie mal. Geht doch. Fertig laden würden. So, aber irgendwie ist hier schon wieder nichts los. Hallo? Na komm, dann geh halt mal hier hin und dann ist mal. Irgendwas. Ach, da bist du. Wir waren das. Genau, die Lady Cook. Die wir in der letzten Folge hier auf dem tollen Fußballplatz kennengelernt haben. So, was essen wir dann mal Schönes? Zwiebelringe, Tofu, Hotdog, Spitzkuchen, Schweinemetschnitte. Na komm, gönnen wir uns mal einen Hamburger. Oh, ich muss niesen. Uiuiui, Entschuldigung. Oh, da kommt noch einer. Oh. Falscher Alarm. So, lass es dir schmecken, Jungchen. Nom 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 nom. Nom 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 nom. Ja, das schmeckt, wa? Du schlingst da auch, ey. Ja, siehst du, selbst schuld. So, warum ist denn hier so wenig los, Mann? Könnt ihr mir das sagen? Oder mal verraten? Ha. Wer ist das? Da ist sie doch! Siehst du mal. Gehen wir doch direkt mal dahin. Du hast fertig gegessen? Nehme ich mal an, hoffe ich. So, und dann quatsch doch mal die Werte. Die werte Dame an. Begrüßen. Das ist doch schon mal ein super Anfang. Hallo, guten Tag, ich bin der Chucky. Was machst du hier? Wie jetzt? Das war's schon wieder, ja? Kennenlernen. Jeep, Johnny Sabasi. Manchubel Plonkel. For Walla Kazem. Sorba Ladi. Wapdo. Knoptella. Es. Mesa Oz. Ich will ein ordentliches Soundtrack haben hier. Charbo Dipsame, Passim, Barwa Himaje. Das ist in Ordnung. Siehst du? Ja, komm, hier weiter quatschen. Na, dann plaudert erstmal nochmal eine Runde. Lamni Passi, Patum, Saha. Florbi Mikazo. Sada? Kudra. Renz Gazi. Gazu Cerno Pijig for Reebs Adi Neeps. Ja, alles klar. So, es ist mittlerweile Nachmittag und hier ist immer noch nicht wirklich was los. Das finde ich ein wenig merkwürdig. Wie gesagt, wenn ihr mir sagen könnt, woran das liegt, dass hier nichts los ist, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Beim letzten Mal wurde mir ja gesagt, dass das halt so spät halt auch schon der Pustekuchen ist und die Lichter ausgeschaltet werden und dort dann auch Feierabend ist. Allerdings stand auch in der Übersichtsmap, dass das ganze Spektakel hier bis 21 Uhr offen ist. So, und ich war um 19 Uhr in der letzten Folge hier. Na komm, jetzt prall mal hier mit deinem. Gut, war negativ. Alles klar. Dann brauchst du ganz dringend ein neues Handy. Lose einlösen?
Was ist nur los? Nee! Stopp, komm her. Hier hingehen. Was ist denn Spezial? Bücherwurm. Peterfreak. Freundlich nochmal. Immer nochmal auf kennenlernen, damit das Ganze ein wenig. Zub Jahani Mas. Sebi Mior Fatah. Zerglavi. Wenev. Wesno Nef Naga. Ist das nicht süß? Unser kleiner Chuck versucht zu flirten. Oder so. Polarnikova. Magoli, but then does me. Naja, auch wenn hier allgemein nicht so viel an Sims-Aktivitäten ist, hat er doch jemanden zum Quatschen. Das finde ich toll. Romantisch. Freundlich. Red mal über Bücher. Mal gucken, wie sie in Bezug auf Bücher reagiert. Darüber denkt. Na gut. Ja, okay. Zack, das war falsch. Entschuldige mich mal. Basatami Mafabdwe? Klarchi, Klarchi. Eskabo. Was feiert die da hinten? Da auf die Uhr guckt, dass 5 Minuten vorbei sind, oder was? Guck mal, es hat schon wieder was gebracht. Das ist doch schön. Und direkt mal weiter. Das habe ich direkt wieder vergessen, meine Stoppuhr zu starten. Ich gehe mir jetzt von 5 Minuten aus. Mal auf kennenlernen. Jeep, Johnny Safasim, Niba. Aniba Genschlo. Wardabaji. Kulagi. Neski Taj. Wabla Dig. Parfu. Und ich glaube, ich schicke gleich einfach mal hier ins Theater. Warp. Yelly Twaza. Deskama Taj. Sushi. Nar. Boos. Lama Sabatsuve. Igaba Wazub. Lob. Guck mal, das geht ja schon ein bisschen voran hier. Das ist doch schön, aber ich denke mal, ich werde jetzt erstmal. Wo ist denn hier das? Kurz auf Pause drücken. Das Theater. Was haben wir hier? Öffentliche Schule. Mikes Kramladen. Da, das sieht doch gut aus. Ja, dann schicken wir ihn dann doch da mal hin. Oh, ist das teuer. Bestimmt 3D, du. Theater, Musik, Schlagzeugunterricht. Ja, er wollte auch was mit Musik machen. Aber erstmal schicke ich ihn einen Film gucken. Zirkustouren, Fingers oder Hunde. Sie kamen mit Zangen. Haie an Land. Zum Spazieren, so mit Spazierstock und Hut. Ach komm, schicken wir ihn da rein. Und wieder auf Play. Er ist unterwegs. Ja, finde ich schade, dass beim Sommerfest nicht wirklich irgendwie mal radadazom was los war. Das finde ich sehr schade. Ja, fährst du los? Ah. So. Ja, dann komm mal hoch da. Hopp. Oh. Lauf, Forrest, lauf! Alter, du bist eine faule Sau. Immer direkt wieder ins Taxi. So, sind wir da. Das ist schön. Dann gehen wir hier ins Kino. Was ist das denn? Hallo? Okay, wow. Schade, dass man das nicht sieht, dass er da eventuell irgendwie im Kino sitzt oder so.
So, spulen wir eben ein bisschen vor. Was ist das? Sah auf dem ersten aus wie eine bekannte Künstlerin. Aber ich denke mal nicht, dass sie sich irgendwo vor das Kino setzt und da meint rumzuklimpern. Betteln die sich oder was? So, komm, Chucky. Film ist zu Ende. Da ist er. Chuck Nodano hat einen Film gesehen. Er wird sich immer an die Tränen, das Gelächter und das Herzklopfen bei den spannenden Szenen erinnern. Dann hoffen wir doch mal, dass er beim nächsten Kinobesuch nicht alleine sitzt. Schwinker, Schwinker. So, dann poste mal. Ja. Gut. So, dann, ja, genau, fahren wir nach Hause. Guck mal, hier ist mehr los als beim Sommerfest. Das ist doch verwirrend alles. So, Chucky, wo bist du? Hallo? Läuft er jetzt? Ach so, das war gar nicht so weit weg. Okay. Ne, gut, dann geh doch mal nach oben. Und dann würde ich sagen, ja, schön, freut er sich. Gucken wir gleich mal irgendwie, Moment, die epische Fahrstuhlmusik. Warum freut er sich jetzt, weil er Mrs. Cook da ein wenig kennengelernt hat? Oder was ist los? Ne, was ich sagen wollte, dass wir gleich mal gucken, am PC, ob wir eventuell einen kleinen Nebenjob für ihn finden. Okay, dann machen wir es halt am nächsten Tag. Geh schlafen. Na auf. Guten Abend, gute Nacht. So, träum mal von deiner Cookie. Madame Lady. Hä? Haben die hier gequatscht? Ach, das ist ein Star. War das wohl doch ein Star? Okay. Ich finde es ja doch sehr schön, dass das heutzutage doch noch ein wenig auf Details geachtet werden bei der Spielerstellung. Hier zum Beispiel die Uhren mitgehen, genauso wie die Uhr da an der Wand. Sie gehen sogar parallel und richtig, Mensch, ich bin begeistert. Aber sonst hatte man immer so ein komisches paar Pixel da, die sich nicht bewegt haben. Da steht der Eismann rum. Ja, Alter, du hast auch keine Hobbys, wa? Nein, es regnet. Was passiert, wenn ich darauf klicke? Nein. Die Prüfung auf Fischstecken. Pinjin, was haben die alle für Namen? Ja. So, Relativity, was ist denn das? Schon weiter Minimum, Data Fact. Na, da werde ich mich erstmal erkundigen, was das Ganze hier macht und überhaupt, bevor ich da irgendwas verstelle. Heute ist Mußetag. Genieße das schöne Wetter. Wetter. Drehe ein paar Runden im Pool.
oder mach einen Rundgang beim Sommerfest. Ja, toll, da war ich ja schon, aber ich werde da wohl heute nochmal hingehen, weil wenn Musetag ist und alle frei haben. Musetag ist der Tag, an dem du dich von der Arbeit oder Schule erholen und dich entspannen kannst. Ja gut, dann komm erstmal schnell, gehen wir was futtern. Ist da noch irgendwas drin? Nee, nicht großartig. Frühstück essen. Ja komm, Waffeln, die kosten nix. So. Na komm, das Wetter kann sich aber gerne ein bisschen ändern, du. Bitte. So, Oberstufendiplom könnte man eigentlich auch mal aufhängen. Obwohl nicht. Weiß, wann er das gemacht haben soll. Na komm. Oh Mensch, du bist nochmal zu einer recht humanen Zeit aufgestanden. Haben den ganzen Tag noch vor uns und noch ein wenig Zeit. So. Hau rein, Kollege. Lass es dir schmecken. Och man, wieso muss es jetzt so regnen? Pisst wie aus Eimern. Ich wollte nochmal zum Sommerfest. Egal, gehe ich trotzdem hin. Wenn Madame Cook da ist, Lady Cookie. Und sie steht da im Regen. Vielleicht weiß es ja zu schätzen, dass unser kleiner Chucky dann mal vorbeikommt. Und um mal Hallo zu sagen, egal ob es regnet oder nicht. Weil so wie es aussieht. Was ist nur los? Hä? Was hast du gemacht, Alter? Was ist das denn? Ist die Spülmaschine kaputt oder was? Ja. Oh, scheiße. Komm mal her. Aufwischen. Ey, Mister, komm ran hier. Hm, was ist das denn? Achso. Ja, schöne Kacke, ne? Ja, was stellst du auch wegen jedem einzelnen Teller da rein? Nein, du machst erst die Spülmaschine sauber. Ja, weiter! Dann stellst du auch für jeden einzelnen Teller die Spülmaschine an. Ist kein Wunder, dass sie so schnell kaputt geht, Mensch. Weg. So, hier. Reparieren. Ja komm, versuch mal dein Bestes. Ob du sie eventuell heile kriegst. Ach ja, hier oben geht das ja nicht so wirklich mit der Tab. Ansicht. Auch geiler Anblick. In Schlafsachen sitzt er da und macht die Spülmaschine heile. Toll! Was machst du denn auch? Ja, kriegst du es hin? Ich spul mal eben vor. Ja, ich bin mal gespannt. Oha! Was? So ziemlich alle Haushaltsgeräte sind heutzutage mit dem neuesten Schnickschnack ausgestattet. Darum gehen sie mal kaputt. So dass es gar nicht vermeiden lässt, dass dass etwas zu Bruch geht und nicht mehr funktioniert. Mit einem Hammer und sonstigen Werkzeug bewaffnet, wird Chuck hoffentlich bald in der Lage sein, jegliches mechanisches oder elektrisches Problem schnellstens zu lösen. Na. Ist das jetzt auch bei... Ja... So, jetzt darfst du gerne auf die Toilette gehen. Und dann... Oh ja, aber ganz schnell, sonst kannst du vielleicht die nächste Pfütze aufwischen. Das wollen wir ja nicht. So, zack, zack. Ab auf Klo. Dann gehst du kurz duschen und dann fahren wir nochmal zum Sommerfest. Wenn schon Musetag ist. Nein! Mach erst fertig. Ja. Chuck Nadano hat die Grundlagen des Gebiets Geschicklichkeit begriffen. Das ist so schön. Er wird sich immer an den Augenblick erinnern, als er plötzlich... Jaha. Nicht nur kochen kann unser Freund. Der Chuck.
Hohe Bossen. Ja. Tada. So. Zieh dich an. Und dann geht's nochmal zum Sommerfest. Also das wundert mich ja jetzt, wenn jetzt da irgendwie was großartig los ist, ne? Bei dem tollen Wetter. Aber wer weiß, weil es ein Mußetag ist. Ja, komm, rucki zucki hin, ne? Na, wo ist er? Ist er schon da? Scheint so, oder? Ja, da ist er doch. Also da kein Regenschirm, ne? Ach, der Chucky Nuts. Oh, was ist das? Eine Blume? Ja, genau. Tanzt mal. Wahrscheinlich irgendwie den Regentanz oder so. Ja, können wir vergessen, hier ist nichts los. Aber ist unsere Wert... Ne, guck mal. Adam Cookie ist auch nicht da. Da hat sie schon gesagt, ne. Das Wetter tue ich mir nicht an. Und ist wahrscheinlich zu Hause geblieben. Aber kann man die Leute nicht irgendwie anrufen oder so? Textnachricht. Schick mir doch mal eine Textnachricht, freut dich. Mal gucken. Wo ist der Chucky denn? Da. Das ist auch schon ein bisschen schade. Ne? Jetzt will er schon dahin, um die zu besuchen. Und da ist er. Ist sie nicht da. Was hagelt das? Sieht leicht so aus, ne? Ja, komm, dann. Fahr wieder nach Hause. Hopp, hopp. Bist du? Oh, jetzt ist hier wieder das ganze Gebäude im Weg. Ey, das geht mir echt auf den, da, echt auf den Sack. So. Ne, gut. Die Aufnahmezeit ist jetzt für diese Folge auch schon wieder erreicht. Drück mal wieder auf Stopp. Aha, da ist er wieder. So, ja, ich hab's wirklich versucht. Ich wollte, dass er die werte Frau Cookie mal ein bisschen besser kennenlernt. Er hat einen spannenden Film im Kino gesehen und doch einen recht nicht mal wirklich langweiligen Tag gehabt. Also war viel unterwegs, das finde ich schön. Gut, ja, wie es weitergeht und ob unser kleiner Chuck wirklich noch ein Aufreißer wird und ob es eventuell mit einer der Damen, die er jetzt schon kennt, was werden könnte, wer weiß, wir lassen es auf uns zukommen und sag danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Papa Pass hier.